Ich befinde mich heute in Frankfurt und zwar bei Christopher Funk. Ja, jetzt wo wir schon in einem relativ persönlichen Bereich sind, was würdest du deinen Kindern über das Thema Stärke erzählen? Ich habe ja keine eigenen Kinder, aber ich habe einen Neffen, mit dem ich mich relativ intensiv beschäftige. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, halt so ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Und wir waren ja schon beim Thema Resilienz. Ja. Ne? Wie gehst du mit Niederlagen um? Wie gehst du damit um, auch mal abgelehnt zu werden und so weiter? Also das kann man auch schön von Verkäufern lernen. Ja, ne? Total. aber auch sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren und sich auch halt wirklich über seine Ziele Gedanken zu machen. Ne? Also wo willst du hin? Ja. Und auch das vielleicht so ein bisschen unabhängig von dem Umfeld. Ne? Also die Leute gucken immer auf Instagram, was alles passiert, wer da irgendwie was wie toll macht und so weiter, aber auch mal sich auf sich selber zu konzentrieren und sagen, okay, ich bin ich und ich möchte gerne das erreichen. Und das ist mir wichtig. Ja. Das ist für mich stark. Okay. Also das wären jetzt so die Tipps, die du deinem Neffen geben würdest. Welchen Tipp hast du für dein Unternehmen bekommen, der dich jetzt wirklich weitergebracht hat, wo du sagst, okay, das wäre wirklich mal, das müsste man auch mal erzählen. Ich habe da hinten einen riesen Stapel Bücher liegen. Also mittlerweile meine Führungskräfte, das Erste, was die im Moment machen, am Tag zwischen 9 und 10, die lesen. Geil. Okay. Das ist echt heftig. Ne? Wir haben gerade bei, zum Beispiel, wir haben gerade das Buch Scaling Up. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Das ist echt ein cooler Tipp, also wie man Unternehmen systematisch wachsen lässt. Das ist mega, ist relativ komplex. Mhm. Ne? Aber damit beschäftigen wir uns sehr intensiv. Ist ja auch nicht nur das Lesen, sondern da muss man auch ganz krass umsetzen können. Krass umsetzen können. Ja, aber es sind so viele coole Tipps drin, die man halt so machen kann. Wir, zum Beispiel eine neue Meetingkultur, die wir jetzt gerade einführen. Man im Stehen, oder? Daily Huddle, genau. Ja. Das ist halt jeden Tag irgendwie mit allen Leuten, die also man sagt immer, wenn du ein Unternehmen schnell wächst, dann musst du halt auch gucken, dass die Leute mitkommen. Ja. Und diese Daily Huddle zum Beispiel, diese kurzen Tagesmeetings helfen halt, dass alle Leute mit an Bord bleiben und merken, wie das Ganze mitgeht. Mhm. Wir haben jetzt hier ein neues Vertriebskonzept eingeführt vor einem Jahr, wo wir sagen, okay, es gibt halt ein Team, die nur an der Front sind, an der Kundenakquise telefonisch und ein anderes Team, die dann Telefontermine machen und die Leute dann in die Pipeline reinschieben und abschließen. Mhm. Das war eigentlich eines der größten, man nennt das Sales Development Reps, kommt aus Amerika. Da habe ich auch eine Handvoll Bücher liegen, wo wir das machen. Also das ist was, wo wir jetzt massiv am Experimentieren sind, wo wir merken, okay, dadurch haben wir viel, viel mehr Kontakte in der Zielgruppe. Die Leute können sich spezialisieren auf einzelne Sachen. Das ist bei meinen Kunden auch, ob das so ein Verkäufer, der muss alles können. Von der Erstakquise bis zum Projektmanagement. Und ich sage, ja, überleg dir doch mal, wie kannst du das den Prozess schneiden und Spezialisten auf die Themen setzen, weil die sind viel einfacher zu finden als einen, der alles kann. Ja. Das wäre so, als würdest du sagen, ich brauche jetzt genauso einen, wie du bist. Ja. So jemanden zu finden, ist wahrscheinlich unmöglich. Ne? Aber jemanden zu finden, der vielleicht am Telefon Termine für dich macht, das ist relativ einfach. Genau. Ja, diese Umstellung hatten wir letztes Jahr auch, wo ich dann gesagt habe, okay, wir machen jetzt wirklich mal eine Leinwand, wo wir den kompletten Prozess einmal aufschreiben und dann wirklich schneiden, wo kann man jetzt vielleicht das durch 3 teilen oder durch 2 zumindest. Ne? Aber Teilung ist immer eine coole Idee irgendwie. Mega. Also ich meine, früher gab es ja auch die Produktion, wo man dann gesagt hat, so, du machst jetzt das machst du jetzt speziell, der Nächste macht das und es ist eine Maschine und das muss man halt einfach auch bauen. Ja. Also ich habe das Gefühl, so dieses ganze Headhunting-Thema ist wirklich so deine Leidenschaft, aber du liebst es auch, Unternehmer zu sein. Ja. Und was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die an deinem Berufsfeld interessiert sind? Sollten sie sich als allererstes bei dir bewerben oder was würdest du diesen Menschen empfehlen? Also ich glaube, das ist das Thema, das ist glaube ich bei Maklern auch so, es wird erstmal grundsätzlich unterschätzt. Ne? Ja. Weil du hast eigentlich bei Personalberatungen keine Markteintrittsbarrieren. Das heißt, wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, oh, das, was der Funke erzählt, das ist eigentlich was Lustiges, mach ich auch. Wärst du halt ab sofort Personalberaterin. Ne? Und du hast halt sehr viele Leute in dem Markt, die halt als Personalberater rumlaufen, die aber eigentlich gar nicht wissen, wie das geht. Ne? Und das ist auch so ähnlich wie beim Makeln. Du wirst wahrscheinlich, auch wenn du keine Ahnung hast, du wirst wahrscheinlich irgendwelche Deals wirst du machen. Ja. Ja? Irgendwie irgendwas kriegst du immer hin. Also dein Schwager hat mir eine Immobilie, du verkaufst die super, machst deine Person, hey, boah, geil, ich bin Makler. Ne? Und so ist es bei Personalberatung auch. Also hier, ich kenne einen, den vermittle ich jetzt von A nach B, verdienst dann was, aber wirklich dauerhaft und systematisch Ergebnisse zu bringen,
an Kunden, auch da, wo es schwierig wird. Wir werden eigentlich immer dann gerufen, wenn die normalen Personalberater gescheitert sind. Okay. Ja. Und dann kommt der Kunde immer zu mir und sagt... Tolles Alleinstellungswerk. Dann kommt der, Kunde immer, ja, wir haben schlechte Erfahrungen mit Personalberatern gemacht. Das wäre genauso, als würdest du sagen, ja, ich habe jetzt mein Auto auf dem Polenmarkt gekauft, das war leider ein Betrug. Und dann gehen die dann in die Mercedes-Niederlassung und sagen, ja, ich habe schlechte Erfahrungen mit Autohändlern gemacht. Also ja, okay, das kann man halt nicht vergleichen. Ja, absolut. Ja. Okay. Und ich glaube, dass massiv unterschätzt wird, wie viel Arbeit und wie viel Know-how dahinter steckt, um so eine Stelle wirklich auch richtig zu besetzen. Also da ist eine Menge Prozess-Know-how dahinter. Wir haben da auch eine Menge Lehrgeld bezahlt, um wirklich zu sagen, so funktioniert das. Und das, was zum Beispiel auch dazu gehört, dass wir auch bei manchen Kunden sagen, sorry, wir können Ihnen nicht helfen. Das, was du da hast an Anforderungen, das können wir nicht. Ja. Also das ist dann eher Zufall. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da dann mal selbst das Nein verteilt. Ja. Also ich merke das ja selbst auch, dass Kunden einen so hohen Preis haben wollen. Und da sage ich auch, okay, also ich sage es jetzt mal ganz krass, das ist jetzt eine Gartenhütte und sie wollen jetzt ein Geld für ein Schloss haben. Ja. Also, ne, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber in die Richtung geht's ja. Und dann sage ich auch, okay, also dafür ist jetzt wirklich unser beide Zeit so schade. Und genau so ist es bei uns auch. Sagt dann, ja, Herr Funk, wir wissen, wir haben schlechten Ruf im Markt und so weiter. Und dann die Bewertungen an sich da im Internet, sie sagen, ey, das ist grottenschlecht und so. Wir zahlen auch unterdurchschnittlich. Ja, unsere Führungskräfte sind auch nicht so gut, aber das ist ja jetzt Ihr Problem. Ja? Ja. Also nach dem Motto, ja, ich habe nur eine Gartenhütte, aber das ist jetzt dein Problem. Ich so, ja, okay, aber das Problem kannst du an mich nicht outsourcen, weil ich kann die Realität nicht ändern. Ja. 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 Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du das tust, unterschätzt das nicht. Das sieht von außen einfach aus und du kannst wahrscheinlich auch am Anfang ein paar Erfolge sammeln. Ja. Aber im Detail. Welche Art von Weiterbildung empfiehlst du denn für diesen Beruf? Also, weil Headhunter hört sich ja schon geil an. Ja, finde ich auch. Ne? Total. Ist auch geil. Ja. Ne? Also das Wichtigste ist eigentlich das Thema Verkaufen. Ne? Weil im Endeffekt sind wir ja auch Recruiter im Auftrag des Unternehmens. Ja. Das heißt, ich rufe irgendjemanden an, der vielleicht von dem Unternehmen nichts weiß und spreche mit denen über eine Position, die er vielleicht nicht kennt. Und ich muss das verkaufen. Ja, ich muss dem das verkaufen. Also das heißt, ihr müsst aber ja auch nicht, zweimal verkaufen, ne? Ich muss zweimal verkaufen. Also einmal beim Unternehmen, dass ihr der beste Headhunter seid und ihr findet für ihn... Ich muss x-mal verkaufen. Ich muss erstmal mich als Headhunter verkaufen, dann muss ich dem Kandidat die Position verkaufen, dann muss ich dem Kunden den Kandidaten verkaufen. Ja, ja, ja. Das ist ja nicht einfach, aber verkaufen im positiven Sinne. Das heißt nicht, dass ich dem Kunden jetzt irgendwas erzähle, was gar nicht stimmt und dem Kandidaten auch nicht. Ja. Also du hast ja auch oft Themen, also es gibt immer gute und schlechte Sachen an dem Job. Ne? Und ich sage aber, es ist immer extrem wichtig, dass du beide Seiten auch darstellst beim Kandidaten. Nicht? Dass du nicht nur die guten Seiten vorhältst und sagst, ey, super geiler Job und so weiter. Nachher kommt dann raus, ja, die sind gerade übernommen worden und wie das da weitergeht, weiß man nicht. Also meine Maxime für mein Berufsleben war eigentlich immer, ich will eigentlich jedem, mit dem ich Geschäfte gemacht habe, wenn ich den mal auf der Straße treffe, möchte ich nur noch in die Augen schauen können und sagen, okay, ist vielleicht nicht gut gelaufen. Aber wir haben immer mit offenen Karten gespielt. Ja, das heißt im Umkehrschluss Weiterbildung für Headhunter. Also gibt's Vertrieb da irgendwas? Ist schon mal gut. Also Vertrieb. Alle meine Leute gehen auf die Vertriebsoffensive. Mindestens einmal im Jahr. Wie bei uns. Mindestens einmal im Jahr. Also das ist schon mal so die Grundlage. Und wir haben ja auch, also wir machen selber Weiterbildungen. Ja. Wir haben hier eine ganze Bibliothek mit Videos, wo du halt gucken kannst, okay, so musst du eine Erstansprache. Was auch gut ist, wenn das ganze Team geht, dass man die verschiedenen Themen, die auch Dirk Kräuter dort vorstellt, dass man das nochmal wiederholt. Jeder einzelne eine kleine Zusammenfassung von 10 Minuten pro Thema macht. Das ist auch echt ein gutes Learning. Ja, die kommen dann nochmal zurück und sagen, ey, das könnte man da und da einbauen. Ey, Noah, das muss ich hier und da einbauen und so weiter. Können wir den Gesprächsleitfaden nochmal verändern. Das ist super. Sehr gut. Dann noch mal eine ganz weit ausschweifende Frage. Was ist für dich das beste Investment, egal in welcher Form, wirklich Gesundheit oder Unternehmen, was ist wo so für dich das beste Investment, wo du Zeit und Geld investierst? Also wenn man pauschal sagt, für mich als Unternehmen ist das beste Investment immer in die richtigen Mitarbeiter, weil das den höchsten Return on Investment bringt. Wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, die quasi auch mit dir gemeinsam denken, die vielleicht auch anders denken als du und dadurch das Unternehmen auch nach vorne bringen. Ja. Ja. Und wenn die Scaling ablesen, dann sind das auf jeden Fall Scaling solche ablesen, Leute. Genau. Schön. Genau. Und auf die Vertriebsoffensive gehen und so weiter. Ne? Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und ich glaube, die interessiert da draußen besonders viele. Was können Immobilienmakler von dir als Headhunter lernen?
Also ich glaube, dass wir vom Geschäftsmodell gar nicht so weit weg sind. Ne? Ja. Also du kannst ja, also ich bin davon überzeugt, dass du, dass beim Headhunter das immer beim Kunden anfängt. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich werde Headhunter, ich habe ganz viele tolle Kandidaten. Das ist schwierig, du musst erstmal einen Kunden haben, also du brauchst erstmal ein Objekt. Ja. Ja? Und wenn du, eigentlich ist es so, wenn du ein gutes Objekt hast, findest du auch immer einen guten Käufer. Und so ist es bei uns auch. Ich brauche einen Kunden, wo ich sage, okay, da ist eine Position zu setzen, da finde ich eigentlich auch immer die Kandidaten. Also die Tools haben wir. Ne? Okay. Also Akquise. Das bekommen, ne? Mhm. Also das heißt, du brauchst eine sehr, sehr gute Akquise, du brauchst eine gute Story und du brauchst natürlich nachher auch eine sehr, sehr gute Abwicklung, weil wenn du dann zum Kunden gehst und sagst, ich hole den besten Preis im Markt für dich raus, dann musst du halt auch liefern. Ich glaube, das macht dann auch wirklich den Unterschied aus zu einem guten Headhunter. Ja. Und einem guten Makler. Ja, absolut, genau. Also herzlichen Dank erstmal für deine Tipps und Ideen. Wir haben jetzt heute sehr, sehr viel gehört über das Thema Mindset tatsächlich auch. Was für ein Mindset hat der Verkäufer, den man dann vermittelt, und nicht jeder gute Hunter ist perfekt aufgehoben in jedem Unternehmen und kann dann ein komplettes Unternehmen umbauen. Das funktioniert so nicht. Also, wir haben ganz, ganz viele spannende neue Insights bekommen. Herzlichen Dank nochmal, dass ich heute hier sein durfte. Also, Christopher Funk, Dankeschön nochmal. Und ich hoffe, dieses Video hat dir heute gefallen. Ich freue mich über deinen Daumen hoch und ich freue mich auch, wenn du diesen YouTube-Channel abonnierst. Schau auch mal auf Instagram und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich bin Vanessa Wenk. Bis dahin.